So, da sind wir auch schon wieder zurück, denn ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht, ich bin jetzt Level 94. Also ich will jetzt unbedingt Level 100 werden. Das ist langsam echt ein Krampf. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, für alle die, weil es kam jetzt schon öfters mal in den Kommentaren vor, du hast dir den Battle Pass hochgekauft. Alle, die sich ein bisschen auskennen mit den Aufgaben. Zerstöre Steine, 800. Baue Steine ab, fast 100.000. Eliminierung mit Kopfschuss, sehr gut, sind in meinen Augen schon viel mehr. Dann Eliminierung mit Pistole, verhöre Gegner, gut, liegt daran, dass ich kein Dude- oder Team spiele. Dann sammle Barren, fast 25.000. 240 Bananen gegessen, 213 Waffen hergestellt. Die Aufgabe mit dem Laufen geht bis zu einer halben Million hoch. Dann legendäre Munitionskisten, fast 1.000. 150 Meter Entfernung, 84. Also alle, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass ich doch am Spielen bin, weil sonst schaffst du das alles gar nicht. Aber darum soll es ja nicht gehen in dem Video. Erstmal Dankeschön an alle die, die mir bisher was geschenkt haben. Ich habe es mir jetzt so überlegt, jeder, der mir was schenkt, bekommt von mir ein extra Video. So wie bei Bossa heute, Moritz, man kennt ihn, hat auch seine zwei Videos bekommen. Also, wer jetzt was schenkt, kriegt doch ein bisschen Support. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch jetzt rein in den Shop. So, was haben wir Schönes? Wir haben einmal die athletische Assassinin wieder drin. Dann die Pompon-Prügler. Ja. Dann Sirene. Grüße gehen raus. Habe ich mir. Doch, oder habe ich mir den selber gekauft? Ich glaube, den habe ich mir selber gekauft. Dann Vark ist wieder drin. Die Exitus-Äxte. Dann die Reflexklingen. Und Inferna ist wieder drin. So, das war das. Und dann ein Traum ist drin. Luminos ist drin. Die Astral-Axt. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. Grüße gehen dann jeden Einzelnen raus. So, was haben wir noch drin? Splitterbruch ist eigentlich auch eine geile Lackierung. Aber ich sage, man achtet nicht auf die Lackierung. Dann Arcana. Aber ja, der Kleider ist schon nice. Aber 1200 V-Bucks, eieiei. Dann Oblivion ist wieder drin mit seinen zwei Stilen. Ich finde es immer lustig, immer Kriegsrücken hast du so angezeigt. So, in Gold sieht er wirklich nice aus. Das ist mal ein schönes Gold, nicht wie Midas Gold und so. Das ist wirklich ein schönes Gold. So hätten die Skins sein müssen. Und dann natürlich das passende Rückenaccessoire. So, was haben wir noch drin? Schädelin ist wieder drin mit den passenden Aufgaben dazu. Damit der Stil hier freigeschaltet wird. Dann haben wir natürlich passendes Rückenaccessoire. Das Herzrückenaccessoire muss man auch freischalten. Dann haben wir drin Stromline. Und nee, Stromline, lol. Man merkt, wir haben 2 Uhr nachts. Stromlinie ist drin. Ist eine komplett neue Tarnung. Warte mal. Ah, das sieht nice aus. Doch, die hat was. So, dann haben wir natürlich wieder. Ihr kennt es, aber ich werde es euch oben rechts wieder einfügen. Also, wer ein bisschen Support da lassen will, gerne wie immer, gerne meine Emote-Playlist einfach durchlaufen lassen. Und wenn ihr sie über Nacht durchlaufen lässt, alles Support. Also, in dem Sinne erstmal danke auch dafür. Und dann haben wir kleine Schritte drin. Bäm, bäm, bäm. Immer noch ein geiles Emote. Und dann haben wir Pup drin. So, dann haben wir natürlich Häsenpaket komplett. Erstmal danke nochmal für das Rückenaccessoire. Dann haben wir hier wieder alles, halt die ganzen Beine. Ach ne, war der gestern schon drin? Bin mir da gerade nicht sicher, ob er drin war. Warte mal. Ich kann es selber überlegen. War die drin oder nicht? Keine Ahnung gerade. Dann natürlich die ganzen Ostergeschichten immer noch drin. Häschen hüpf ist jetzt auch mein Emote. Dann natürlich gehüpft, gesprungen. Und das war's eigentlich schon wieder mit dem Shop. Dann gehen wir ganz kurz rüber zu Rette die Welt. Beziehungsweise ich gucke für euch nach. Oh, 2 V-Bucks-Missionen. Es gibt auch heute insgesamt 70 V-Bucks für uns. Also alle die, die Rette die Welt haben. Mit Level 52 und 58. Also da können wir heute auch wieder ganz entspannt mal mindestens 120 V-Bucks gratis holen. Wenn wir natürlich Rette die Welt vor dem normalen Spiel gekauft haben
Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich versuche noch Level 100 zu werden. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke nochmal für den ganzen Support und haut rein.